Eine Insel wie Borkum ist ein eigenes abgeschlossenes System, eignet sich also perfekt, um neue Energiestrategien zu testen. 2/3 der gesamten Energie wird verbraucht, um Wärme zu erzeugen. Auf Borkum könnte man zukünftig mit Nordseewasser heizen. Doch bisher haben sich Wärmepumpen zu schnell mit Seepocken und Algen dicht gesetzt. Das Problem wurde erfolgreich gelöst. Wir hätten, wenn diese Anlage in der Größe, wie sie hier steht, jetzt schon angeschlossen wäre, hätten wir ungefähr 50 Einfamilienhaushalte mit Energie versorgen können für ein ganzes Jahr und bereits knapp 600 Tonnen CO2 einsparen können bei erneuerbarem Strom. Nächstes Jahr werden 100 Wohnungen gebaut, die aus dem Meer beheizt werden sollen. Wenn der Wind weht und die Sonne scheint, wird viel Energie erzeugt, doch die muss auch nachts und bei Windstille verfügbar sein. Auf der Insel sind über 40 Speicher in Häusern und Hotels installiert, wie zum Beispiel dieser, so groß wie ein Kühlschrank. Diese Batterietechnik zum Beispiel würde für 2 Haushalte reichen, um dort in der Nacht die Energie zu verbrauchen, die tagsüber erzeugt worden ist und nicht benutzt worden ist. Andererseits könnte ich auch in diesen Speichern die Energie abfordern, um sie am Nachbarhaus oder in dem nächsten Haus wieder zu benutzen, weil dort gerade mehr Energie verbraucht wird, aber in diesem Haus nicht benötigt wird. Die ganze Insel wird dann zu einem virtuellen Kraftwerk. Und wenn das hier funktioniert, könnten auch größere Gemeinden so mit Energie versorgt werden.